Mitarbeiter der Stadt Lauchhammer, des Ingenieurbüros BMC Leipzig und des Wasserverbandes Lausitz informierten am 24. August 2021 in der Aula der Oberschule am Wehlenteich Anwohner der Naundorfer Straße über den Ablauf des zweiten Bauabschnittes. Die Naundorfer Straße ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Mitte und Ost und wird in einer Bauzeit von geplanten 2 Jahren in 2 Bauabschnitten grundhaft saniert. Im ersten Bauabschnitt wird der Bereich von der Einmündung Ottraner Straße bis Einmündung Wehlenteichweg erneuert. Bauausführende Firma ist die Rohr- und Tiefbau GmbH Lauchhammer. Inzwischen sind die Auskofferungs- und Kanalarbeiten abgeschlossen. Ein Zwischenstandsbericht. Wir sind dabei, den Frostschutz nachzuziehen. Der Abschluss der Kanalarbeiten hat schon stattgefunden. Die Trinkwasserhauptleitung ist auch drin. Die ist schon fertig unter Druck, desinfiziert und. Der Wasserverband ist gerade damit beschäftigt, die Hausanschlüsse herzustellen. In dem Bereich sehen wir schon, dass wir anfangen mit den ersten Bauten setzen für die Bushaltestelle. Die Jungs vermessen gerade draus. Auf der anderen Seite die Bauten von einer anderen Fahrbahnseite, die fangen wir morgen an zu setzen und ziehen dann in diesem Bereich an der Naundorfer Straße Bushaltestelle durch bis ran an den Wehlenteichweg. In diesem Zuge dann werden die Bauten weitergestreckt bis Richtung Ottraner Straße. Wenn diese alle drin sind, kommt es dazu, dass die Schottertragschicht eingebaut wird, die Vorbereitung zum Asphaltieren. Im gleichen Atemzug werden die Straßeneinläufe nachgezogen für die Fahrbahnentwässerung. Das ist jetzt in den nächsten Wochen geplant und wir sind eigentlich guter Dinge, damit wir es schaffen, den Asphalt, die Tragschicht und den Binder einzubauen Ende Oktober, Anfang November spätestens. So, dass wir da einen Zeitplan nehmen. Im Zuge der Erneuerung der Gehwege werden auch Glasfaserkabel verlegt. Der erste Bauabschnitt soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein.